Ja moin, heute geht es weiter im Fluss und wie ihr sicherlich schon festgestellt habt, konnte ich über 200 Schilfrohre am linken Flussufer platzieren. Da auch die Strecke vorangetrieben werden soll, habe ich zwei Grundbauplatten gelegt und auch schon mal das Fundament für die weitere Gleisführung vorbereitet. Einige grüne Platten und Steine wurden gesetzt, sodass ich jetzt mit der Erweiterung der Gleisführung beginnen kann. Und jetzt liegen die Gleise. Die Grünfläche kann wachsen, denn der Untergrund ist bereits vorbereitet. Des Weiteren war die Post schneller da als erwartet. Und das bedeutet, dass weiter am Schiff gebaut werden kann. Wie ihr seht, habe ich weitere Vorbereitungen getroffen, um die Grünfläche zu erweitern. Des Weiteren wurde auch schon mal das rechte Flussufer weiter in Angriff genommen. Die große Grünfläche ist vollendet und die Stadt ist um zahlreiche Noppen gewachsen. Da sprang Tobi in meinem Vorstellungsvideo über die BR24 von AA Bricks über Probleme beim Kurvenfahren berichtete, habe ich mal etwas vorbereitet. Wie ihr seht, habe ich hier eine provisorische, sehr kurvenreiche Teststrecke hingesetzt.
Dabei handelt es sich ausschließlich um die Kurven von Lego. Wie ihr gesehen habt, gibt es keine Probleme bei der Kurvenfahrt der BR24. Beim Zusammenbau der BR24 sollte darauf geachtet werden, dass alle Räder ein wenig Spiel haben und nicht zu stramm an den Technikstein sitzen. Dann sollte diese auch nicht durch die Kurven hoppeln. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.